unsympathisches, unerforschte Nase, Twitch am Limit, da sehe ich mich drin, Digga, let's go. Konzept legendär und die Kids wollen mehr, das ist Twitch am Limit. Von den Zapfsäulen. Ah, ja, das war doch die Stelle, die wir nicht sehen sollten, oder? Oh, Bruder, wie lange geht denn das? Ist der bannt worden? Ist der weggebannt worden, der Dude? Oh, Bro. Funny wäre gewesen, wenn es auch nicht blurred hat und jetzt alle Streamer, die darauf reagieren, gebannt würden werden. Yeah. Bitch, ich fahr nem. Weg. Oh, dieser Arsch, Digga. Yo, wir können Flugzeug fliegen, Freunde! Ich schwöre, ich flieg zum ersten Mal hier Flugzeug, wartet mal! Mayday, Mayday! Mayday, ich kenn die Steuerung nicht, Mayday! Mayday, ich kenn die Steuerung nicht, Bro! Mayday, Mayday! A monitor lizard entered a store in Thailand and started... Ein Krokodil im Supermarkt? Ja, aber es sieht aber actually ganz bitz aus wie ein Krokodil, muss man sagen. Komodo Voran? Die sind doch nicht so groß. Stell dich vor, es wäre einfach normal, dass man mit seinen Homies rummacht. Und wir würden immer so rummachen als Begrüßung, anstatt so ein Handshake. Ich habe so die Homies in erstmal Zunge geküsst, Digga. Juju, zu abgehoben, um Prime Subs vorzulesen? Oder warum wurde ich seit 13 Monaten kein einziges Mal vorgelesen? Brudi, ich sag dir auch so, auch die nächsten 13 Monate wärst du nicht vorgelesen. Einfach abgehoben, Digga, man, weißt du? Bei mir werden mindestens Subs noch vorgelesen, sagst du, was ist? Donations unter 3 Stutz werden nicht vorgelesen, aber Subs werden noch vorgelesen, Kappa. Ich hab noch einen Adblogger drin. Wieso ist trotzdem? Ich hab letztens mit euch Adblogger reingemacht. Wieso macht er denn die Werbung jetzt? Oh, ich bin überfordert, Leute. Ich bin überfordert. Warum macht er mir das trotzdem rein? Ach, das ist gar keine Werbung. Ach so. Denkt ihr, irgendwer, irgendein Streamer, der keine Face gemacht hat, schon mal nackt gestreamt? Safe, oder? Oha, actually, aber 5-Head-Moves, Digga. Oha. Boah, so geile. Was hab ich da an den Füßen, Digga? Oh, ich glaube, das ist ein Stück Pizza vom Tag davor. Die haben sich da gekriegt. Das frage ich mich halt so, weißt du, Digga, wenn mir einer 2 Euro donatet, okay, ist noch. Kann ich gerade noch so überstehen, aber donate einer 10 Euro, ich könnte nicht. Also, halt. Es, Digga, der Punkt ist, dass die Leute irgendwie. Also, ich. Ach, Digga! Try your best! Hey, Mann, der Danny ist auch so. Der Danny, der ist halt auch wirklich so, Mann. Ich habe mal einen Stream von dem geguckt, der sehe ich wirklich so, das kannst du nicht geben, Digga. Der ist auch wirklich dumm, so, weißt du? 90.000. Was kostet der normale? Ah! Chillig, chillig, chillig. Was? Pornhub? Ja, klar. Hier wird fleißig gearbeitet, wenn der Stream offline ist. Komm schon, sober. Ja, bestimmt, true, Digga. Okay, muss man mal ehrlich sein, finde ich, Mann. Weniger Pornos schauen, Bruder, daran liegt's doch nicht, gut. Elotrix Bad Wuchs ist wie der Berliner Flughafen einfach unvollständig. Ey, was soll denn das hier für ein Front? Bruder, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Bart. Diesmal so, andere haben gar kein Board. Lass doch Mini Donut Jones, please. Oh shit, Danny! So ein geiles Lied. Junge! Tobias Goschütz! Genau so wie der Papa Platte laufe ich daheim um, wenn ich Musik tue. Ich glaube jetzt mit dem Fall. Digga! Ja, ich bin rich, rich! Ohne Nachricht, ohne alles, einfach 20 Euro raufgedrückt in mein Arschloch rein. Mann, ich will nicht so reden, ich will nicht so fäkal reden, um auch bei den Frauen einfach mal den Eindruck zu machen, dass ich kann auch wirklich ein Lieber sein. Also wirklich, ich kann auch richtig zärtlicher sein, so mit Wange streicheln. Och ja, es wird alles gut. Oh, dann würgen und dann ficken! Mann, ich kann einfach nicht ordentlich, ich kann nicht anständig sein. Wie viel Zeit hat das einfach erwähnt? 24. 26. Schippigi Ficki, danke schön für 215 Bits. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank, das geht in mein Herz rein. Na geil, wenn die Chat-Nachricht wird von Milo Zucco. ja. Ja, ich hatte auch so. Und Tobias Geschütz, danke schon auch für deine 20 Euro, das geht auch in mein Herz rein. Ihr denkt so, hey, er macht so auf diesen Ehrenspruch, danke, das geht in mein Herz rein. Da ist einfach der Herzschrittmacher, den ich mir gerade finanziere. Mann, das ist gar nicht lustig! Okay, das ist schon funny. Das ist actually funny, finde ich. Den Griff hier angefasst und mir komplett die fucking Hände verbrannt. Alter, Junge! Andere. Fuck!
genau das. Digga, das ist... Ey, das war... Ich habe vor 2 Wochen auch einen PCR-Test gemacht, okay? Ich komme da an, so der Typ kommt und so ans Auto ran, Fenster unten, und er macht so das Stäbchen, okay? Und er ist 20 Sekunden in meinem Rachen drin. Ich denke so, oha, wie lang noch, Bruder, chill. Dann fährt er in meine Nase rein, und nicht nur, dass eure Kommentare über meine Nase nicht reichen, er sagt original zu mir, oh, bei ihm ist aber übereinfach. Perfekt, Bruder. Was für eine Höhle. Schaut euch das an. Unglaublich. Mit der Mission herauszufinden, ob dies die größte Höhle der Welt ist. Ich kann kurz sagen, dass Lana Rhodes also eine große Höhle hat, Neume. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniert kein Konzept. Oder Big Mac, dann den Weg. Ich liebe Fenster. Ich muss sagen, ich finde kein Konzept, glaube der niceste in meinem Kanal, weil der tut nicht so viel bearbeiten. Wenn es zu viel bearbeitet ist, finde ich es irgendwie wack. So wie Frauen, die so 10 OPs gemacht haben, ist der wack. So, weißt, so. Natürlich ist er auch am besten. Wisst ihr, wie ich meine? My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got